Hallo und willkommen zurück zu Let's Test Pokémon Quest. So, wir haben 4 Aufladungen mittlerweile wieder bei unserer Batterie. Und dann werden wir jetzt mal gucken, was wir so an Inselerkundungen machen können. 5 brauchen wir, bis wir das nächste Pokémon sehen. 3000 klingt gut. 3-4. Ne, wir machen mal so ein 3000er. Sollen wir es nochmal probieren? Sollen wir es wirklich nochmal. Ich weiß nicht. War das hier nicht etwas höher? 3-3. 3-3 und das haben wir geschafft. Dann machen wir 3-3. Das sollte erstmal etwas höher sein und trotzdem klappen. So, außerdem haben wir jetzt ein Glutexo. Ich weiß gar nicht, ob wir vorher auch eins hatten in dieser Runde. So. Ich weiß gerade jetzt gar nicht so im Endeffekt, ob das wirklich so eine kluge Idee war, Kratzer gegen Glut einzutauschen, falls wir dann gegen irgendwas kämpfen müssen. Wo Feuerattacken nicht so geil sind, haben wir jetzt auf jeden Fall keinen Kratzer mehr. Schnibbel die Bümpt ist weg. Los. Mehr Pokémon gesichtet. Oh, was ist das denn? Ach, ein Voltorb. Aber wenigstens haben die nicht sowas wie, wie heißt das? Ich habe das echt vergessen. Wie ist das nochmal? AP, genau. Dass die Waffen AP haben, dass du die nur eine gewisse Anzahl einsetzen kannst. Feuerwirbel hat ja, glaube ich, eine AP von 15 oder was? Von 20. Das wäre echt schrecklich, so pro Run, dass man dann da... Ah, so funktioniert Glut hier also, okay. Das ist nicht einfach so ein Ding, was dann auf Single-Target geht, sondern das geht auch auf Multi-Target. Aber halt auf weitere Entfernung. Da statt Onix, Onix! So, machen wir an den Schluss. Ich glaube, ich werde die Rosana meditieren lassen. So, komm, das macht 800 Schaden, ne? Okay, können wir jetzt erstmal nicht mehr ausprobieren. So, also auf jeden Fall macht der Spaß 800 Schaden und mit Meditation. Okay, die trifft aus der Ferne nicht. Dann ist das natürlich voll die Müllattacke. Das ist echt nicht gut. Jetzt hat sie getroffen, 1900. Okay, das lohnt sich ja fast. Okay, das macht gar keinen Schaden. Nochmal. 1400. Macht also 500 Schaden mehr, wenn ich meditiere. Aber ob das... Ich meine, dafür muss ich ja dann meditieren. Das heißt, es lohnt sich wirklich nur, wenn man in den Kampf reinkommt, das einzusetzen. Und dann so für den ersten Schlag. Und den zweiten vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hält. Sana erreicht Level 17. Was haben wir für einen Stein bekommen? Einen 153er. Erfolgsrate beim Attackentraining. Gucken wir mal eben aufs Lekt, weil ich bin nämlich gerade nebenbei was am Hochladen. Ich wollte mal ausprobieren, ob das nebenbei so funktioniert, wenn ich etwas hochlade und aufnehme. Scheint aber irgendwie kein Problem zu sein. Ich meine, das ist eines ja auch einfach Upload und das andere eher mit meinem PC zu tun. Ja, okay, Upload ja auch. Teilweise. So. Wir haben einen Stein bekommen, den werden wir natürlich direkt mal einsetzen. 162er und einen 153er. Den 162er, klar, setzen wir hier ein. 153 brauchen wir nicht. Da gucken wir auf unsere Rosana. 149, 138, nice. Können wir direkt schön beide einsetzen, weil das ist ja ein grauer Stein. Und dann gucken wir mal, was unser Quapsel so hat. 131er. Ganz klar. Und 134er. Und dann können wir auch direkt die niedrigen Steine recyceln. Was ist das denn? Ach, das ist ja nicht mehr drinne. Genau, weil das war ja... Oder? Warum ist denn das nicht mehr drinne? War das nicht bei Feuerwirbel? Ich dachte, das wäre beim Feuerwirbel drin gewesen. Gucken wir mal. Ach so.
Ne, die können wir natürlich nicht in den Müll schicken. Das sind ja auch unsere Pokémon. So. Ja, damit Feuerwirbel definitiv öfter eingesetzt werden kann. Alles klar, weiter geht's. Aber wir sind ja 3315. Hier unten würde weniger Sinn ergeben. Ah, komm, wir probieren einfach nochmal das 3000er. Was soll's denn? Mehr als failen? Wie das letzte Mal? Können wir ja nicht. Noch schlimmer kann es ja gar nicht werden. So. Gucken wir mal. Oh, mein Auge. Ah, okay. Bam. Direkt schön weggenatzt. Ponita Alert. So. Für sowas brauchen wir das Quapsel. Auch wenn das Quapsel das letzte Mal hier instant verreckt ist. Aber das Quapsel macht hier schon ordentlich Schaden, wie man sieht. Da. Mit einer normalen Attacke 985. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Quapsel war. Okay, bei denen ist es natürlich anders. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Quapsel war oder das Glutexo, was da immer... Okay, es war das Glutexo. Weil das Glutexo haut mal eben so tausender Keilen rein. So. Heal wäre echt geil, wenn wir so einen hätten, der heilen könnte. Da hätte man fast gedacht, lieber Bisasam am Anfang. Aber wir werden ja wohl irgendwie noch einen Bisasam freischalten können. Ich kann es mir wohl kaum vorstellen, dass es bei einem Starter-Pokémon bleibt. Ups. Definitiv Meditation. Komm, 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 komm. Das Küsslein. So, ist die Rosana nämlich wieder voll. Mist. Das ist schon mal down. So, Rosana ist nah dran. Ja, ist nah dran. Küsschen. Bam, 1800 Schaden. Komm, Quatsch, Blubber, bevor das irgendwas einsetzt. Okay, Rosana ist voll. Komm, 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 komm. Nein! Ah, nice! Quapsel hat geklärt. Und auf jeden Fall ein fetter Strange-Stein rein. Fetter Kraftstein. Bam, Glutexo Level 18. Dauert auf jeden Fall noch etwas bis... Oh, 195. Das ist natürlich stark. Können wir dann direkt mal wieder eins ausrüsten und dann die anderen direkt wieder nachrüsten. Was haben wir hier? Glutexo 195. Schön hier unten reinsetzen. Dann kriegt die Rosana erstmal unseren 157er. Bam. Und den 149er kann dann unser Quapsel bekommen. Ich wollte eigentlich nachgucken, wann Quapsel zu Quapuzzi wird. Hab ich natürlich wieder vergessen. Ja, recyceln. Wir haben 4 freie Plätze. Werden wohl kaum 4 Steine auf einmal... 5 Steine auf einmal bekommen. 4 passen, ja. So, wir sind jetzt bei 3374. Sollen wir das 3400er einfach mal ausprobieren? Schaden kann es ja nicht, oder? Bonus wäre Käfer. Das heißt Psycho-Pokémon? Wogegen ist Käfer noch effektiv? Oder, warte mal. Das will ich jetzt wissen. Weil hier war ja... Bonustyp Wasser, ja gut. Dann wird der Bonustyp hier Käfer sein. Hm. Käfer, sind die nicht nur gegen Psycho effektiv? Oder ist das einfach nur so ein Ding, so du bekommst halt einen Bonus. Bitteschön. Weil du ein Käfer-Pokémon dabei hast, ich weiß es nicht. Ihr könnt natürlich auch mehrere Teams trainieren, ne? Um einfach zu gucken, welche Pokémon... Ah, Psycho, alles klar. Wo ist das Rosana? Gib dem Küsschen. Immer schön lieb sein. Blut. Blubber. Ist immerhin ein Feuer-Pokémon. Glutexo gegen Glutexo. Gib ihm ein Küsschen. Muah. So. Hat aber leider kein Leben dazu bekommen. Ist Fee gegen Psycho vielleicht nicht so effektiv? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da. Okay, das sind jetzt kleine Glumandas, ne? Also. Okay, dritte Etappe haben wir auch. Jetzt könnte natürlich schon das Fette kommen, wenn wir es finden. Finden wir aber nicht. Jetzt wäre natürlich Heal echt angesagt. Meditieren wir mal eine Runde.
Ich glaube, der Nahkampfangriff, der normale Nahkampfangriff macht dann auch mehr Schaden. Mann, nicht getroffen. So. Okay, bei Glut weicht er sogar zurück. Ein Snubbly Cat? Das ist aber komisch. Warum dann Käfer? Okay, Glumanda ist tot. Okay, da kriegen wir ordentlich Leben dazu. Das ist schon mal gut. Aquaknarre, also Blubber. Nicht Aquaknarre. Okay, aber Glutexo kommt relativ schnell wieder. Komm, küss ihn. So, Drehschlägel. Momentan sieht es noch gut aus. Glutexo kommt gleich wieder. Glutexo ist wieder da. Blubber. Nein, es ist tot. Geh nah dran. Geh nah dran, Rosana. Küsschen. Bam, 1700. Scheiße. Okay. Unser Rosana muss klären. Gott sei Dank kann Snubbly Cat keine Feuerattacke. Dann wären wir jetzt ganz schön im Arsch. Ah, das ist Heal. Okay, das ist Heal. Komm schon, komm schon, komm schon. Du schaffst das. Nein! Nein! Unser Quapsel und unser Glutexo wären fast wiedergekommen. Ja, wir bekommen... Nee, komm. Wir bekommen eh nichts Tolles hier. Aber Erfahrung. Ja, aber auch irgendwie... Ein Lacher. Da müssen wir noch ein bisschen trainieren, um das hier zu schaffen. Da müssen wir leider noch ein bisschen üben. So, 3,9 ist auch zu hoch. Wir könnten aber hier halt die 3,3er nochmal machen. Das ist ja easy going, um ein bisschen zu trainen. Wobei ich auch ein bisschen auf Typen gehen kann, ne? Also ich kann... Aber dann brauche ich wieder mehr Steine, oder? Ich muss die Steine die ganze Zeit verrücken. Das ist die Scheiße. Dann braucht man natürlich wieder mehr Plätze und da muss man wieder für die Punkte da kaufen. Ich meine, wir haben 200. Ist jetzt nicht so, als wenn wir da voll die armen Leute wären. Mit dem einen brauchen wir auf jeden Fall einen Käfer. Momentan haben wir keine Käfer. Das heißt, selbst wenn ich wollte, ich könnte noch nicht mal welche mitnehmen. Ein Voltoball. Ich frage mich aber, was meine Viecher die ganze Zeit heilt. Ups. Weil die heilen ja die ganze Zeit so 4 hoch, 4 hoch. Vielleicht ist das die generelle Rek da, 3, 5... Das kann natürlich sein, dass das die generelle Rec ist. Weil ich habe nicht, dass ich gesehen hätte, dass hier irgendwas Rec verursacht. Unser Glutexo hat echt so schrecklich wenig Leben. Es darf echt nicht vorne sein, ey. Boah, das ist gleich tot. Ich dachte, das blinkt dann hier. Dann draufklicken? Nö. Da ist schon das Onix. Aber wir werden uns erstmal, weil das Glutexo jetzt nach vorne läuft, verteilen. Lauf weg. Mist. So. Glutexo wird aber jetzt definitiv down sein. Nehmen wir uns mal einen kleinen Boost. Glutexo ist down. Aquaknarre. Nicht Aquaknarre, Blubber. Ich möchte gerne, dass das Aquaknarre kann. Küsschen. Blubber, Blubber, Blubber. Ah, Glutexo ist wieder da. Das hätte ich natürlich auch machen können. Das heilt schon echt viel, ne? Mal eben 118. Na, okay, wir dürfen in so einer Ecke den Mist nicht einsetzen. Das macht wenig Sinn. Komm, Glubber müsste tot sein. Nice. Haben wir es wieder geklärt. Aber Glutexo ist schon wieder gestorben, ey. Echt schrecklich, da hast du schon so ein geiles Glutexo, was irgendwann zum Glurak wird und dann stirbt das die ganze Zeit. Level 19. 195er Härtestein, der wird meinem Glutexo auf jeden Fall gefallen. Oh, wir haben wieder einen Erfolg. Ah, okay, aber nur Nebenaufgaben, das heißt, wir bekommen wieder irgendeine Zutat da. 100 Normal-Pokémon besiegen. Ja, gar kein Problem. Jetzt schon 100. Hätte ich nicht gedacht, dass wir schon 100 weggeknallt hätten. So, 3376 sind wir momentan. 195. Können wir hier reinsetzen. Dann haben wir den 158er für unser Rosana. Wir haben fast 1000 Angriff. Schon nicht verkehrt, ne? Schon nicht von schlechten Eltern. Mit der haben wir auch fast 900. Dafür, dass die aber stärker als Glumanda damals war, ist das jetzt redlich wenig, ne? Haben wir ihn da. So, knallen wir das rein. Haben wir noch irgendwas Sinniges? Nö.
Sekunde, da muss ich ganz kurz gucken, weil scheint etwas Wichtiges zu sein. Bis gleich, Leute. Und da sind wir wieder. Weiter jetzt. Eine kurze Unterbrechung, tut mir leid. So. Gucken wir mal, auf wie viel wir denn jetzt insgesamt kommen. Ich schätze mal so 3,4, ne? Ja, 3453. Bin ich ja fast am Überlegen, einfach das hier nochmal zu probieren. Sollen wir das nochmal probieren, Leute? Komm. Schad ja, wie ihr sagt, nicht. Ist ein bisschen stärker geworden. 100 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das hier ausmacht. Level Up von Quapsel. Ich hoffe mal, das wird endlich irgendwann mal zum Quapsel. So, da geben wir einen Boost. Ja, auf jeden Fall macht der Normal Hit auch mehr Damage. Gehe ich mal von aus. Und ich hoffe... Ja, okay, wir machen das ja jetzt schon zum zweiten Mal, aber das haben sie noch nicht geschafft. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt schon hier irgendwie ein besonderes Pokémon auftauchen kann. Weil wieder eine Tooltip ja gesagt hat, ne? Wenn man mehrfach in eins reingeht, könnte sein, dass dich dein Pokémon, dass du einem Pokémon begegnest, was normalerweise nicht in diesem Gebiet ist, was dich aber dann auch besuchen kann, ne? Wir hatten ja jetzt einmal dieses Level 24er Ratzfatz. Voll übertrieben, direkt Level 24. Haben wir aber eh aufgelöst. Um gut zu lernen, was völliger Bullshit war. Aber man muss ja auch mal alles in diesem Game austesten, ne? Mittlerweile verstehen wir das ja sogar hier, was wir hier für tolle Sachen fabrizieren. Küsschen. Mittlerweile ist das fast kein Schaden mehr, dieser Kurs, ne? Das Einzige, was gut daran ist, dass es dem halt am Leben erhält. Aber das war es dann auch schon. Feuerwirbel finde ich immer noch geil. Ich hätte gern Feuerstock. Ich möchte wissen, wie sie den gemacht haben. Ob der so echtheitsgetreu ist mit diesem... Ich nenne es jetzt einfach mal Männchen. So, los geht's. Bisschen. Okay, macht fast kein Damage. Blubber. Blut. Bam. Okay, okay, okay. Quapsel ist fast im Archibald. Das hat nicht getroffen. Ihr müsst nur lang genug durchhalten. Bam, bam. Boah, dreimal erwischt. Dreimal ist geil. So, du kriegst das. Glut, zurückspringen. So, dann greift er nämlich wieder den an. Scheiße. Oder, komm, bleib auf ihr. So, dann kannst du nämlich Küsschen geben. Bam, wieder voll. Mist. Quapsel ist gleich wieder da. Ich glaube, diesmal schaffen wir es. Und tschüss. Boah, nicht getroffen. So. Bam, Snubbly Cat besiegt. Snubbly Cat. Und auf jeden Fall einen Lebensstein dazu bekommen. Oh, Rosanna erreicht Level 18. Da war auch nicht wirklich viel gebraucht. 213 Leute. Die Steine werden ja langsam echt... Wenn ein Pokémon gefroren ist, dann konnte ich es nicht mehr weiterlesen. Oh, beim nächsten Mal bekommen wir einen goldenen dazu. Und wie ich gerade sehe, ab in die Basis. Wir haben einen neuen Pokémon-Freund. Also, wir finden jetzt einen neuen Pokémon-Freund. Ich hoffe zumindest, dass er neu ist. Leibspeise, ach, schon wieder einfach nur eine Kubo-Suppe. Das heißt, sie kann schon wieder alles dann antanzen, ne? Ein Rettern. Abok, Gift, das ist natürlich auch gar nicht mal so verkehrt. Level 27, Alter. Ja. Level 27 ist krass. Ist sehr, sehr krass. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, nimmst du den mit? Aber Gift können wir momentan auch nicht gebrauchen. Wir können Käfer gebrauchen, Wasser. Und beim ersten weiß ich jetzt gerade gar nicht, was wir da gebrauchen können. Bin ich jetzt gerade ernsthaft überfragt. So, machen wir einfach mal einen zufälligen. Weil bisher das, was wir so selber zusammengemischt haben, hat eher weniger Sinn ergeben. Okay, 4. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht so ein starkes sein. Immerhin mindestens Level 16. Sollen wir es jetzt einfach mitnehmen? Ich meine, das entwickelt sich auch direkt zu Arbok, sobald es ein Level abbekommt. Das ist dann auch positiv. So, 213. Ja, komm, equippen wir erstmal. Ich meine, ich mag Rosanna nicht so dolle, ne? Das ist halt momentan mein... Gedenkstutzen, wo ich mir denke, komm, ja, mach sie.
Swappo wiederum mag ich, ne? Wasserkampf. Ist auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Team. Ich bin gerade in der Zwickmühle. Aber Rosana ist halt einfach stark, wie wir gesehen haben. Wenn wir die jetzt rausnehmen, nehmen wir quasi unseren Stärksten raus. Quapsel ist eher gesagt unser Schwächster. Wir warten erstmal, bis er zum Quapuzzi wird. Ganz ehrlich. Das sind wir dem kleinen Sportsfreund schuldig. Weg. So, ein Abenteuer machen wir noch. Weil wir wollen unbedingt das da bekommen. Da müssen wir aber erstmal aufladen. Ja, ja, 25, komm. Laden wir den Spaß auf. Schnell machen, damit es auch dann reloaden kann. Wir haben für 3555. Ja. Oder hier, Typ Flug bräuchten wir hier. Aber momentan können wir auch nicht höher gehen als hier die 3,4. Das ist momentan das Einzige, was wir machen können. 3,6 wird wiederum zu hoch sein. Wir müssen nochmal 3,4 gehen, leider. Ja. So, wird das letzte sein für heute. Also, gebt nochmal alles. Auf jeden Fall alles geben, weil wir haben es ja auch schon geschafft, in diesem Level hier zu verlieren. Und vielleicht kommt hier auch irgendwo ein Besonderes. Das wäre schön. Oh. Ich bin echt erstaunt, dass es nicht leckt. Muss ich gleich auf jeden Fall nochmal mir die Aufnahme komplett reinziehen. Weil es könnte natürlich auch sein, dass von der Stimme her leckt oder sowas. Weil, wie gesagt, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, gleichzeitig den Schluss einfach hochzuladen. Ach, was sage ich da? Ist doch kein Schluss. Ich lade nämlich gerade die Let's-Test-Pokémon-Quest-Folgen hoch, die ich bisher so gemacht habe. Damit die auch richtig pünktlich bei euch ankommen, natürlich. Damit ihr die pünktlich sehen könnt. Rettern ist auf jeden Fall ein ausgeglichener, habe ich eben gesehen. Wird ja beides relativ gleich hoch. Mit Glutan habe ich ja nur Rosana als Angriffstyp, Glutexo als Angriffstyp. Verteidigungstyp wäre auch nicht schlecht, aber da könnte ich ja auch direkt das Onix nehmen, ne? Das hat ja enorm viel Verteidigung. Geh nah dran. Küsschen. Ich hoffe einfach, dass mein Quapsel hierdurch jetzt Level 20 wird. Ich habe ja die Hoffnung, dass es bei Level 20 aufsteigt. So, Glut. So, Quapsel ist leider down. Küsschen. So, wieder voll. Mist. Boah, das Ding macht schon extrem viel Schaden. Ich weiß nicht, was für eine Attacke das ist. Ruckzuckhieb oder sowas. Könnte ich herausfinden, indem ich einen Mauzi bekomme. Und dann, ja okay, man weiß ja nicht unbedingt, ob das Nubelikat dann genau die gleichen Attacken hat. Yes, da ist unser Goldener. Komm, 300, 300. Ne, das wäre übertrieben, oder? 300? Nein, aber unser Glutexo ist Level 19. Natürlich auch nice. Ja, 199 ist natürlich auch saftig. Vor allem automatische KP-Heilung plus 23,2. Volltrefferquote erhöht. Für unser Glutexo auf jeden Fall astrein. Wir haben auch irgendeinen Erfolg bekommen. Gucken wir mal. Nebenaufgäbchen. Feuerforschung. 50 Feuer-Pokémon besiegen. Und Psychoforschung. 50 Psycho besiegen. Dann ist der Honig, denke ich mal, um Psycho-Pokémon anzulocken. Gehe ich mal von aus. Also Rosana haben wir ja auch mit Eisbrocken und... vielleicht können wir die so anlocken. Dass wir so quasi an die Typen rankommen. Wir haben ja Eis und Honig gemischt. Psycho und Eis. Und das hat natürlich dann unsere 162, das Lowste, ne? Bam, 997. Aber den 162er müssen wir auch noch einsetzen. Bei 153. Und dann können wir in den noch den 153er geben. Das ist ja auch schon ein etwas größerer Stein. Der hat ja noch einen kleinen, ne? Ja, da hat er noch einen kleinen. So. 21 Geschwindigkeit. Und können wir den da auch recyceln. Wir könnten eigentlich auch das von... der Ponita recyceln. Ja. Aber da kommen wir momentan nicht dran. Die müssen wir erstmal entrüsten. So, meine Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sind schon wieder am Ende der Folge.
Aufnahmesession ist natürlich noch nicht vorbei. Wie gesagt, jeden Tag eine neue Folge Pokémon Quest, bis das Spiel vorbei ist. Natürlich Let's Test Pokémon Quest. Die nächste Folge befindet sich unten links. Darüber ein Let's Play von Gunsock. Unter mir unsere aktuellste Folge. Und falls es euch gefallen hat, pusht die Goat in der Mitte. Dann abonniert ihr uns kostenlos und werdet zu einem Goatee. Viel Spaß noch!